ich habe mir überlegt, dass ich mir auf meinen Oberschenkel, der jetzt schön weiß ist, was drauf zu malen mit dem Edding. Und die Sonne den Rest machen zu lassen. Damit, wenn ich später wegwische, man außenrum natürlich nicht den Sonnenbrand, sondern die leichte Bräune hat und dann sieht, was ich mir drauf gemalt habe. Natürlich würde ich so zeichnen, dass, wenn ich drauf gucke, es richtig rum ist. Ich denke mal, an sich ist eine witzige Idee. Das ist eine allgemeine witzige Idee. Ich werde es auch machen. Ich habe jetzt noch 6 Kilometer, dann habe ich schon die Hälfte erreicht von den 80 Kilometern. Und es ist jetzt 3:45, also ich liege unerwartet, für mich selbst unerwartet, gut in der Zeit. Und der Wind ist halt wirklich richtig angenehm. Ich muss zwar ab und zu mal gegen den Wind fahren, aber das stört mich nicht, weil er kühlt mich halt schön runter. Ich werde nachher auch mal so ein bisschen meine, aua, blöde Fliege, meine First World Problems mal niederlassen. Also sowas wie, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein. Doch, mir fällt was ein, meine Schaltung, die dann einfach mal überspringen. Ich glaube, das da hinten ist schon der Harz, oder? Aua, ich habe eine Bremse am Rücken. Aua. Oh, scheiße. Warte. Ah, fuck. Handy wegnehmen. Oh, Dreckvieh. Oh, meine Güte. Verzeihung. Oh, das war jetzt ekelhaft. Die erste, seit ich losgefahren bin. Ei. Ach, hört ihr das? Das ist einfach die Schaltung, die Kette, das, der Antriebskranz, was auch immer. Das ist einfach nur alles durch. Und das ist echt nervig. Oh, leck mich doch. Moin. Ja, ich mache jetzt immer weiter. Wenn ich die 40 Kilometer voll habe, seht ihr und hört ihr von mir. Riechen zum Glück nicht. Also Pumas riechen da gegen gut. Ich glaube, irgendjemand würde jetzt gerade richtig doll lachen. Eine Freundin hat auf Instagram ihren Namen auch mit Puma im Wort. Ich weiß ganz genau, dass du dir gerade einen ablachst. Du grinst gerade richtig in dich rein. Ah, egal, es ist ein Insider. Ich werde sie mal fragen, ob ich das veröffentlichen darf. Dann könnt ihr sie auch mal verfolgen. Die macht auch richtig geilen Scheiß, ey. Also, wieder ein böses Wort. Die macht auch richtig geile Sachen. Also, von Fahrradfahren über Klettern. Ja, halt so Outdoor-Aktivitäten. Bis später, wenn ich die 40 voll habe.